Hallo und willkommen zurück in Richtung YouTube zu Zelda Breath of the Wild. Wir sind mal wieder schön hier und ich liebe immer noch unser Outfit, was wir haben. Vor allem, ich mag unsere Bauchmuskeln. Sieht einfach mega gut aus. Ist zwar die Rüstung, die hier aufträgt, aber was soll's. So. Frage. Was wollte ich tun das letzte Mal? Stall am Fluss. In der Nähe des Speisezimmers am Übungsplatz und über dem Thronsaal zu finden sein. Was? Die anderen sollen in der Nähe des Speisezimmers am Übungsplatz und über dem Thronsaal zu finden sein. Mhm. Seltsame Maske. Am Stall des Waldes soll eine Extra-Ausgabe von Clitis Gerüchte mit Gerüchten zu diesem Gegenstand sie sein. Aha, Stall des Waldes. Wo war denn der Stall des Waldes? Stall am See? Angelstädt? Stall der Hochebene? Stall der Zwillingsberge? Das Kakariko? Stall am Fluss? Stall der Ebene? Stall der Sümpfe? Stall des Waldes? Habe ich da das Buch nicht eingesammelt? Ich würde mich echt gerne die Nebenquests primär machen. Und dann müssen wir auch noch die Fotos uns alle suchen. Und dann müssen wir langsam mal den vierten Titanen machen. Das wäre zumindest grob der Plan. Ist hier eine Truhe irgendwo? Was soll's, wir hier eine Truhe. Also irgendwo muss hier eine Truhe sein. Wo? Okay, muss hier irgendwo sein. Da ist er. Gefunden. So, was haben wir Schönes? Ein violetter Rubin. Sehr gut. Ich frage mich übrigens echt, hier war ich doch schon. Mit dem habe ich doch schon gequatscht hier, oder? Aber ja, was mache ich nur? Was los? Für ein gutes Leben braucht man Geld und Ruhm und beides für mein Schloss Hyrule. Ich meine, da muss was zu holen sein. Da hatte den ganzen Könige und Ritter doch ihre Waffen und Schätze. Aber Monster sind da dummerweise auch nicht zu knapp unterwegs. Mach's einfach. Genau, wo ich schon diese Information habe, muss ich auch was damit machen. Pass auf, im Norden von Schloss Hyrule ist eine Anlegestelle und von da kommt man ins Schloss. Außerdem ist da wohl auch noch ein antiker Schrein. Das riecht auch eindeutig nach Schatz. Aber dann wieder, wie man so hört, ist von Schloss Hyrule wohl noch niemals jemand zurückgekommen. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Okay. So, und hier müsste irgendwas Büchlein sein. Da ist es. Clitis Gerüchteküche Extra 1. Lesen. Hallo, hier ist eure Clitis, Königin von Klatsch und Ratsch, ob bei Mondlicht oder Sonnenschein. Heute habe ich etwas Besonderes Saftiges für euch, frisch aus der Gerüchteküche. Die geheimnisvolle Krogmaske. Manche Handwerker glauben, dass ihre Werkzeuge mit den Jahren ein eigenes Leben annehmen, aber offenbar können auch die Masken der Waldgeister ein Eigenleben entwickeln. Wenn man die Krogmaske trägt, soll sie angeblich von Zeit zu Zeit klappern und eine süßliche Stimme erklingen lassen. Vielleicht ist sie aufgierig, weil sich in der Nähe Artgenossen aufhalten, die für unsere Augen unsichtbar sind. Sie soll im Schlund eines furchteinflößenden Baums in einem Wald versteckt sein, der alle Besucher in die Irre führt. Aha.
Sicher nicht einfach, in so einem Ort eine Schatztruhe zu finden, aber vielleicht gibt es eine einfache Methode. Kletis Empfehlungspunkte 5 von 5 Sternen. Okay, mit anderen Worten. Wir müssen die verlorenen Wälder. Ha. Aber es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, hier zu finden, die verlorenen Wälder, oder? So, musste kurz niesen, Entschuldigung. So. Dam, bidam, bidam. Ich glaube, die Fackeln habe ich weggeworfen, ne? Ja, die habe ich weggeworfen. Das war sehr clever. Also die einzige Frage, die ich mir hier eigentlich stelle, ist, weil darum bin ich hier hingegangen. Das glaube ich nur Dingens hier. Hier ist sonst glaube ich nichts. Okay, da wird's rot. Ha. Ich glaube, ich brauche eine Fackel. Die wird in der Truhe sein. Das Problem ist... Ich hätte diese Maske gern, aber die Frage ist... Ich glaube, dämlicherweise, ich brauche hier eine Fackel dafür. Hier mal zum Beispiel das Dingens, dass hier irgendwo muss hier eine Schatztruhe sein. Und die habe ich schon mal ewig lang gesucht und habe sie einfach nicht gefunden. Mich da hoch. Hm.
Nee. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Da hinten ist irgendwo eine Schatztruhe. Aber hier ist der Nebel. Warte mal, ich glaube, ich muss hier hin, aber ich muss damit brauchen eine Fackel dafür. Weil da hinten ist auf jeden Fall eine Schatztruhe. So. Prinzessinnen-Enzian. Da fällt mir gerade ein. Der Baum hat ja auch noch eine Quest von mir oder für mich. Holzkelle, wo ist die Fackel? War nicht mal eine Fackel legen? Ach, hier ist eine Gottinnenstatue. Ich brauche Ausdauer. Ich erbitte Ausdauer. Jawohl. Ich hätte gern 3 Ringe Ausdauer. So. Lag hier nicht mal irgendwo eine Fackel eigentlich rum? So. So, her damit. Aha, verklickt. Ja, komm. Skip, 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 skip. So, haben wir das. Ich dachte eigentlich, dass hier irgendwo eine Fackel rumlag. Aber ich kann mich auch täuschen. So. Hurra! Wer die größere Waffentasche? Aber man sollte nicht so schnell trinken. Verschluckt man sich nur. Irgendwo lag doch hier eine Fackel rum. Ich glaube, die war am Eingang, ne? Ich glaube, am Eingang lag vielleicht eine Waffe. Schauen wir mal. Hätte ich gerne. Thank you.
So, da ist der Eingang zum Wald. Ja, ich bin hier richtig. Okay. Ich hätte sehr gerne jetzt eine Fackel. Das wäre schön. Ich bin mir zumindest fast sicher, dass hier eine Fackel lag. So, verlorene Wälder. Aha. Oder auch nicht. Oder warte mal, ich musste, glaube ich, mehr rein in den Wald, ne? Zeigt die hin. Da lang. Oder? Ja, da lang. So, da ist die Fackel. Sehr schön. Eine Waldlanze, okay. Ach so, warte mal, das macht dann die Fackel aus, das ist doof. Wait, what? Ich bin doch nur 1 Millimeter weit draußen. Na gut. Ich muss mich hier aber gut umsehen. Hier muss irgendwo eine Truhe sein. Da ist er. Krogmaske. Diese Maske ist im Masten der Krogs nachempfunden. Versteckt sich ein Krog in der Nähe, regiert sie. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Und schon haben wir sie. Sehr schön. So. Dann haben wir Folgendes. Die einfachste... Verdammt. Die einfachste Fee ist da unten, ne? Dieses Ding jetzt mit einer Truhe fotografieren und dann die Truhen mit dem Sucher zu suchen, schon echt hilfreich. Hat was. Fällt mir gerade ein. Ich habe ja keine Feen mehr. Ich habe die alle aufgebraucht.
Ich hasse es, wenn die Fäden so hoch fliegen. Los, runter mit dir. Mann! Ich hasse das. Ja, immer brav runter. Na komm, na komm, na komm. Nach unten, nicht nach oben. Nach unten! Toll. Hallo. Nach unten mit dir. Ich drehe gleich durch, ich sag's euch. Aber sowas von. Na gut, quatsch mal erstmal mit ihr. Bam! So. Verstärken bitte. Was können wir dann eigentlich verstärken alles? Okay, die besonderen Dinge hier kann man gar nicht verstärken. Okay. Das ist echt schade. Die Sachen hier kann man... Ich dachte, dass man die Sachen hier vielleicht auch verstärken kann. Die ganzen Ecksachen kannst du alle nicht verstärken. Sehr schade. So. Wo ist denn eigentlich Leunenhorn? Leunenhof. Okay, machen wir das mal. So. Die Barbarenhose habe ich, glaube ich, noch nicht, ne? So, verstärken wir die mal. Einfach, weil die Angriffskraft oben drauf gibt. Also das ist gar nicht mal schlecht, glaube ich. Weil wir haben genügend Leunen platt gemacht. Das heißt, wir sollten zumindest ein bisschen was in diesen Items haben. Mal gucken... Okay, Leunenhorn, Leunenhof, Leunenherz. Okay. Ja, komm. So, Stufe 3. Okay. Das heißt, die können wir, glaube ich, nicht mehr weiter verstärken. Genau, da müssen wir noch eine Fee finden. Und die, den Helm können wir noch zweimal verstärken. Weil ich glaube, für die Angriffskraft ist es gar nicht mal schlecht. Und Verteidigung ist auch ein bisschen oben drauf. Ist vielleicht nicht so gut wie die, wie das Hyrule-Zeug dann von der Verteidigung her. Aber wir haben den Vorteil, dass wir... Ja, das passt. So. Ich frage mich übrigens dann, was Stufe 4 dann braucht für Materialien. So. Okay, das haben wir auch schon. Hier der Hyrule oder der Hylia-Helm hat nämlich Verteidigung 18 und der hat Verteidigung 12. Aber dafür kriegen wir ordentlich Dingens oben drauf. Die Barbarenrüstung hat Verteidigung 12. Und die andere 18, glaube ich. Naja, genau. Schleichglöckchen, Schleimwürmchen. Eigentlich können wir das alles upgraden. Weil das Schleichzeug ziehe ich auch gerne an. Dann haben wir zumindest das mal geupgradet alles. So. So, Schleichhelm. Oh, wir haben genügend Schleichglöckchen, genügend Schleichwürmchen. Das sollte reichen. So.
Okay, Klettertempo, das ist egal, die ziehen wir ihn nur zum Klettern an, das ist wurscht. Oh wow, das braucht ganz schön viel hier. 4 Diamanten brauche ich dafür, das ist mir zu teuer, ehrlich gesagt. Wüstenschulterschutz. Das ziehe ich eh nur in der Gerudo-Wüste an, da muss ich nicht mehr hin, das ist mir egal. Schleichling, Schleichschnecke. Okay, machen wir das noch. Das brauche ich gegebenenfalls öfter für Gebiete, wo wir schleichen müssen oder sowas. Das ist mir lieber. Ninja-Maske Stufe 3. Und dann haben wir bloß noch das hier, ne? Ja, genau. Dann haben wir eigentlich die wichtigsten Sachen verstärkt. So. Und weg. Bis dahin. So, wo ist die Fee? Schwebt nur noch da oben rum. Die kommt nicht runter, ne? Keine Chance. Na gut. Plan B. Ich kann immer 4 Feen einsammeln bei den Feenquellen. Was bedeutet, dass auf jeden Fall bei der Feenquelle noch eine sein muss. Dann können wir die noch einsammeln, dann ist gut. Dann muss ich jetzt nicht ewig lang da rumschleichen und warten, bis die Fee vielleicht eventuell sich dazu erschließt, runterzukommen. Dann kann man das relativ einfach so machen. Ein Satz mit X, das war wohl nix. So, dafür, dass der Prinzessin-Enzian fast ausgestorben ist, finden wir aber ganz schön viel davon. Wo ist eigentlich die andere Fee hier? Ich dachte, hier wartet jetzt eine Fee auf mich. Aber vielleicht auch nicht. So. Was nun? Feengewand. Ach, in den Ruinen eben von Hyrule, in der Ruine der einste Handel blüht, in der Ruine der Vergehen bestraft wurde, in der Ruine des Dorfes neben den Feldern, wo sie einst 4 Leute sammelten. Da ist die Frage, wo da das letzte Outfit ist. Geisterhafte Rüstung. In den Ruinen eben von Hyrule versteckt. Ein Teil ist im Ort zu finden, an dem Kämpfe ihre Fähigkeiten schulten. Ein Teil am Ort, an dem die königliche Garde ihren Ruhm besang. Und ein Teil ist in Ruinen, in denen sich die Soldaten von Hyrule einst sammelten. Verdächtige Verkäufer, Monsterladen, Waffennarbe und die Mobkeule. Lehrgeld. Hugo muss den Magmarok am Darunia-See besiegen, um den Respekt seines Meisters Brohan zu erlangen. Der Magmarok befindet sich jedoch in einem schwer zugänglichen Ort, daher wäre es ihm lieb, wenn jemand anders seine Stelle gehen würde. Ist die Quest-Location markiert? Grabinsel. Kann ich nicht von Varadunia bestimmt runterfliegen, ne?
Ich glaube, diese, wir suchen die Rüstungen, das machen wir dann irgendwann dann so nebenbei vielleicht noch. Weil sonst komme ich gar nicht mehr voran. Und ehrlicherweise ist es nur ein nettes Gimmick, so nostalgiemäßig. Aber wirklich einen Vorteil haben wir nicht davon, wenn wir die einsammeln. Außer die Krogrüstung. So.